mit mir zu Jurassic World. Wir sind heute in Köln unterwegs und sind zu Jurassic World, der Exhibition. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich habe schon ein paar Dinge gesehen, die richtig, richtig toll aussehen. Und freue mich jetzt auch schon, das Ganze selbst und live zu erleben. Also, kommt mit. Ihr findet hier auch eine Green Wall und könnt euch dann in verschiedene Fotopoints reinsetzen lassen. Ja, so wie praktisch ja, im Disneyland Magic Shots. Das ist unsere erste Tat. In Stein gemeißelt. Dies erzählt die Geschichte einer längst vergangenen Ära, als die Dinosaurier die Welt beherrschten. Viele haben davon geträumt, diese Welt zu besuchen und sich selbst ein Bild von der Erhabenheit und Kraft der größten und beeindruckendsten Kreaturen zu verschaffen, die jemals gelebt haben. Dieser Traum ist jetzt Wirklichkeit geworden. Hier bei Jurassic World. Der Park ist ein technologisches Wunderwerk und ein echtes Phänomen der heutigen Zeit. Die Masrani Global Corporation hat keine Kosten gescheut und ein erstklassiges Reiseziel wie kein anderes erschaffen, in dem Menschen und Dinosaurier in völliger Sicherheit zusammenleben. Das ist alles so krass hier. Hier so cool und interaktiv und für Bilder und alles Mögliche. Also wirklich crazy. Hier müssen wir Dinos suchen. Also, in der Länge ist sie 4 Meter lang. Wow. Und in der Höhe 1 Meter. Hallo. Langsam und vorsichtig ist eine ganz kleine Baby. Oh, wie süß. Was machen wir jetzt hier genau? Ihr müsst jetzt anhand des Codes erkennen, ob das ein Pflanzenfresser oder ein Fleischfresser ist. Ist das richtig? Nina, ist das richtig? Müsst ihr das tun? Ja. Ich hab alles fressen. Lecker. Ich mach das nicht. Sehr viel Spaß. Einmal mit der Rückhand. Genau. Sehr schön. Ja, das freut sie sich über den Besuch. Ich glaube, die Farbe macht's. Hier sind Dino-Eier. Möchten Sie auch mal jetzt hier mal anschauen? Was machen wir denn für ein? Das hier gucken wir uns an. Oh, wie süß! Am besten halten wir auf. Blue.
Blue, komm. Blue, Augen auf mich. Hier bin ich. Ruhig, ganz ruhig. Genau so. Wir bewegen uns zu deiner Rechten, meiner Linken. Alles gut. Und jetzt zu deiner Linken, meiner Rechten. Gut, Blue. Sehr gut machst du das. Und jetzt das Ganze noch einmal. Blue. Blue, zurück. Bleib, wo du bist. Sehr gut. Blue. Augen auf mich. Blue. Blue, hier. Schau her. Gut. Genau. Und wir bewegen uns. Das ist für dich. Gut so. Kopf hoch. Und los. Bemerkenswerte Kreaturen, nicht wahr? Jetzt haben Sie aus nächster Nähe gesehen, wie wir Verhaltensforscher einen Raptor trainieren. Danke, dass Sie heute gekommen sind. Viel Spaß noch bei Ihrem Besuch im Jurassic World. Streicheln, da gibt es immer eine kleine Anleitung zu. Bitte nur mit dem Handrücken und nur hier oben auf. Können wir Sachen ausgraben? Was finden wir denn hier? Ein Fossil. Ja, von was? Schnecken. Bitte hier einmal am T-Rex-Gehege vorbei zu meinen Kollegen. Mit den Zahlen.
Sanft ruhig bleiben. Zügig weitergehen. Sorry. Weitergehen. Sobald alle drin sind, machen wir das Tor vor. Sollen wir hier? Der Mauer mit dem Zaun, nicht so nah an den Zaun. Okay, nicht zu nah an den Elektrozaun. Vorsicht, Mann. Problem. Jetzt schauen wir uns noch unsere Bilder an. Oh, Magneten hätte ich schon gern. Mach mal das, wo wir erschrocken aussehen. Alter, das sieht richtig, guck doch mal, das ist gut. Naja. Super. Das ist süß. Wie viel kosten die Magneten? Steht es dabei? Schlüsselanhänger und Magnet soll 50 inklusive drei kleiner Fotos. Das ist okay. Ja. Okay, da sieht man halt nicht viel drauf. Ne? Und ganz gefährlich für alle Leute, die Merchandise lieben. Ihr könnt hier auch noch arm werden. Die brauchen wir. Die brauchen wir. Oh mein Gott. Was kostet es? Was kostet es? 12 Euro, das geht. Es kostet einfach alles 12 Euro. Der Block kostet 12 Euro, die Bilder kosten 12 Euro, die Ohren kosten 12 Euro. Alles kostet 12 Euro. Oh, wir brauchen alles. Also Leute, wie cool war diese Ausstellung? Es hat so viel Spaß gemacht und ich sag's euch, auch wenn ihr keine Jurassic World, Park, Dino, was auch immer Fans seid, es lohnt sich auf jeden Fall. Ein Ticket ohne Rabatt kostet 32 Euro für Erwachsene. Ich finde, es hat sich alle Male gelohnt. Und jetzt gehen wir noch die Maus besuchen, denn hier im Odysseum gibt es noch eine kleine Museum mit der Maus, glaube ich, hieß das. Und das schauen wir uns jetzt auch noch an. Nee, wir müssen das Bild nur mal bestellen. Schnell! 3, 2, schnell! Nico! Oh, der Beifahrer nur 0,45 Sekunden. Wie funktioniert ein Sicherheitsgurt? Alter, der Nico ist richtig geschrumpft. Crazy. Sinan, was ist mit dir los? Sinan hat die Größe von Taron angenommen. Okay. Ah, wow. Es gibt hier noch Malecken, da könnt ihr dann auch so animierte Bilder machen. Also es ist wirklich richtig, richtig cool hier. Macht Spaß. Ich komme!
fern. Du beschreibst Jo! Alter, Miso! Alter, ich denke, Hans, warum geht das so schwer? Ey, warum stelle ich mich so hin? Du beschreibst! Ich denke, Alter, das geht hier cash putz. Ich wusste, ich habe vorhin gesagt, was du schon sagen, oder mal ich habe mir gesagt, sieben Hund. Und der musste konnte nicht spontan. Du Scheiße! Warum ist der so stark? Wir haben dann auch schon mit der Hand. Ja, ja, das ist alles schon. Ich kann mir nicht vor. Ich bin schwach und dick und bin noch an. Ich habe gar kein Lagerwurm. Ich bin einfach nur sau schnell. Nikola, ja, aber, ist ja gar kein. Aber du siehst ja gar keiner drauf. Boah. So. Da geht gar nichts, das ist ein Ingeroschen Stich. Ingeroscht. Da konnte ich noch sehen. Das ist ja das Dynamikum 2.0. Die Frau pumpt sich hoch. Wenn es jetzt nicht regnen würde, wäre hier draußen auch noch richtig cool zum Erkunden. Hier kann man zum Beispiel auch erleben oder ausprobieren. Also ausprobieren nicht richtig. Ihr wisst, was ich meine, wie ein Astronaut auf die Toilette geht oder wie er es übt. Seht ihr, hier ist eine Kamera und dann sieht er scheinbar sein Bruch. Stellt euch vor, ihr geht aufs Klo auf der Erde. Da fließt das Wasser einfach ab. Einfach so ab. Das ist im Weltraum nicht so einfach. Ihr habt jetzt noch ein paar Ausschnitte aus dem Sendung mit der Maus Museum. Und das war auch super, super cool. Ich hatte leider meinen Rucksack nicht mit. Wir haben den abgegeben und mir ist das Akku von der Kamera leer gegangen. Deswegen musste ich einmal mit Handy und einmal mit der Kamera filmen. Ich hoffe, es war alles trotzdem okay geworden. Wie gesagt, super coole Ausstellung, beides. Das mit der Maus, das hat mir so viel Spaß gemacht. Wir haben mehr mitgemacht, glaube ich, als die Kinder. Total gelacht. Also war verrückt, aber wie gesagt, richtig, richtig cool. Ich kann es jedem nur empfehlen. Also wir hatten auf jeden Fall einen tollen Tag und so blöd wie Köln bis jetzt war, das war jetzt dann doch so, dass wir alle wieder happy sind. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr den Kanal drückt, die Glöckchen und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder.